Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Katoto, beim Clan True Warriors 2. Ja, ich will heute mal ein bisschen ganz, ganz kurz, bevor wir den Stubendurchgang hier machen, also es ist wieder Besuchsfolge hier bei mir, wollen wir hier trotzdem mal eben schauen in den Clan True Warriors 2, denn wir sind wieder auf dem richtigen Weg, also auf der richtigen Spur, auch wenn wir noch ein bisschen Federn gelassen haben hier. Wir können hier kurz mal reinschauen, was ich damit meine. Ich meine, wir haben doch noch so den einen oder anderen hier aussortiert, der Jake ist selber gegangen. Auch wenn er von Anfang an dabei war, ja, er hat ja nicht ganz Unrecht, aber hätte er vorher gesagt, dass er irgendwo anders wäre, er hat es sicherlich irgendeinem erzählt und keiner hat mich aber zurückgehalten, als ich seinen Twink gekickt habe und so ist er irgendwo in seinen, denke ich mal, wohlverdienten Studienurlaub oder was er auch immer macht und hat hier gut mitgekämpft, also ich glaube, wir sind jetzt nicht im Streit auseinandergegangen. In Galomatik hier musste ich leider kicken und auch den Destroyer, obwohl er sich so gefreut hat, der Destroyer, dass er dabei war, hat er keinen Angriff gemacht. Das konnten wir trotzdem kompensieren, also letzten CK hier gewonnen. Und ihr seht das, ich habe heute mal meinen Client auf Deutsch gestartet, ist ja auch eher selten. Aber auch das hat natürlich mal wieder einen kleinen Hintergrund. Und zwar dieses hier, das ist sicherlich eine für euch bekannte Seite, also die deutschen News hier mit der Local Clash Volume 2, diesmal München am 11.11. Ja, Termin sage ich mal nicht zu. Und auch das Kampffest in der Bauarbeiterbase. Also alles bekannte Geschichten hier. Und es gibt natürlich auch Ereignisse. Das ist ein krasses Ereignis. 59 Tage. Das haben sie mal eben von gestern auf 60 Tage angehoben. Und unter mehr findet ihr nach wie vor die Links zu den Social Medias. Aber wir stellen den Client jetzt mal kurz auf Englisch. So, dann lädt er einmal durch und dann stellt man fest, dass man ganz, ganz andere News mal wieder hat. Ihr kennt das ja schon aus meinen Folgen und ich bin auch gleich auf der Registerkarte, die ihr sicherlich nicht kennt. Die News hier sind auch ganz, ganz andere, nämlich immer noch das Update Live Now. Also das ist natürlich so ein bisschen anders Deutsche, beziehungsweise das Deutsche sieht da nur ein bisschen anders aus. Aber nach wie vor, wenn man hier jetzt reinklickt in Go, dann kriegt man hier in Place halt die Nachricht, Oktober Update ist da und so weiter. Und ihr seht das auch hier auf der rechten Seite, News for you is live. Was das ist, erkläre ich euch gleich ganz, ganz kurz. Und auch die anderen Sachen, ja, klickt einfach mal rein. Stellt mal um auf Englisch und ihr werdet sehen, hier gibt es immer ganz, ganz andere News. Auch dieser Special Day hier war ja, das kannten die Deutschen gar nicht. Und was hat es mit dem For You auf sich? Damit hat es einfach auf sich. Ich bin ja Rathaus 10 und hier kann ich viel, viel mehr über Rathaus 10 erfahren. Also, wenn ich auf die linke Seite gehe, auf Explore, dann öffnet sich hier auch in Place, was sind meine neuen Einheiten, was sind meine neuen Verteidigungen und so weiter. Und wenn ich jetzt auf More at Wikia klicke, dann bekomme ich meinen Browser und kann dementsprechend hier noch mehr über diese Einheit oder über den Zauber oder über das defensive Gebäude hier wie den Inferno Tower an Informationen nochmal abrufen. Also finde ich richtig, richtig klasse hier, muss man so sagen. Und ich kann dann reingehen in die THC oder Town Hall 10 Base Layouts. Also was gibt es eigentlich für Base Layouts? Und ihr seht das hier bei COC Tools. Hier kommt man dementsprechend dann auf Links im Internet oder Attack Bovich and Laloon Strategies bei One Hive Gazette. Hier kriegt man dann einen Link zu YouTube und so weiter. Also klickt euch einfach mal da durch. Ich finde das eine total gute Sache. Wenn ich jetzt auf mein, jetzt muss ich mal eben schauen, nochmal auf Explore gehe und jetzt natürlich hier oben, ihr seht das oben, da ist so ein kleines Schloss vor bei Rathaus 11. Und wenn ich da reinklicke, dann heißt es, ja, das ist die neue Unit hier, Adler und so weiter. Aber, hey Chief, upgrade your Town Hall to Level 11 to see more. Ja, da hat er nicht ganz Unrecht und ich muss auf Town Hall 11 gehen. Das ist auch eine der Fragen, die immer wieder gestellt wird. Toto, wann gehst du eigentlich auf Town Hall 11? Die Frage oder der Frage nähern wir uns heute mal so ein kleines bisschen, denn ich gemme jetzt erstmal hier den Earthquake Spell vor. Das heißt also, wir haben jetzt noch 28 Tage vor uns, nämlich die Bogenschützin und die Barbaren. Wir machen die Bogenschützin jetzt auch.
So, damit rennen die 14 Tage. Nach 7 Tagen, also wenn die Bogenschützin 7 Tage gelaufen haben, dann startet mein Rathaus. Startet dann mein Rathaus? Nee, startet gar nicht. Mein Rathaus startet in 14 Tagen. Und jetzt muss ich mal gerade überlegen. In 14 Tagen startet mein Rathaus und in 14 Tagen, nein, in 7 Tagen, glaube ich, startet mein Rathaus. Denn wenn mein Rathaus dann 7 Tage gelaufen ist, starte ich die Barbaren. Die laufen dann auch noch mal 7 Tage parallel zu dem Rathaus und können dann ruhig weiterlaufen, wenn ich schon Rathaus 11 bin. Denn ich mache ja als erstes das Labor. Das läuft auch 7 Tage. Das heißt, die Barbaren sind dann zeitgleich fertig mit dem Labor. Ja, ich denke mal, ich hab mich auch nicht vertan. Das Labor läuft 7 Tage, also passt. In einer Woche gehe ich also auf Rathaus 11. Damit wäre diese Frage schon mal geklärt. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den Besuchen. Ich habe die erste Tech bereits in meine Suche eingegeben. Und wer nicht genau weiß, was ist eigentlich ein Stubendurchgang, der kann einfach mal seinen Vater fragen oder vielleicht sich selbst fragen, je nach Alter, und kann sich vielleicht daran erinnern, was denn so ein Stubendurchgang ist. Wir haben hier den Endercrafter, nachdem es ihm nicht gelungen ist, mich in seinen Clan reinzulocken, der jetzt irgendwo verweist, ist er einfach bei uns in den Clan reingekommen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, er ist, glaube ich, auch immer bei mir in den Streams mit bei. Und wir sehen hier einen Rathaus 8, der es aber leider versäumt hat, schon auf Rathaus 7 wenigstens den Drachen auf 2 zu bringen. Er bringt jetzt erstmal den Päcker raus, auf Level 3, denke ich mal. Und auch die Schweinereiter und die Walküren. Hat er schon den Golem? Ja, Schweinereiter wäre natürlich auch auf 2 gegangen, auf Rathaus Level 7. Aber wir gucken einfach mal rein und sehen, ja, wir sehen eigentlich ein normales RA8, wie man es so kennt. Mit den neuen Sachen bereits hier im Ausbau. Also der Wizard Tower geht hier. Mal sehen, ob er die, ich reite ja immer drauf rum, die Luftabwehren. Hat er hier noch auf 4. Wo sind die anderen Luftabwehren versteckt? Auf 4, okay. Und die auch auf 4. Die gehen jetzt natürlich hier bei Rathaus Level 8 auf Level 6 hoch, das heißt auf 5 wären sie, ich weiß gar nicht, gehen die auf 7, auf 5, die Frage klärt sich aber gleich, das weiß ich im Moment nicht so genau. Und wir sehen hier, weil ich es natürlich sehe, wir sehen die Teslas, sind auch noch nicht so wirklich hoch, obwohl 3 Stück, die kann man glaube ich im Moment nicht höher haben, also ich denke mal, er ist auch noch nicht so super lange Rathaus 8, aber Kanonen hat er schon alle auf Rathaus 8 Status und ja, die Base, ich weiß nicht, ob die Base hält. Wir schauen mal, 14 Defenses, gerade die Luftabwehren hier so ganz außen. Ja. Und vor allen Dingen der Feger, ihr habt das ja gestern in der Folge gesehen, dass man Feger und eine Luftabwehr richtig schön mit einmal wegblitzen kann. Ja, also beide Gebäude hier mit 2 Blitz und einem Erdbeben. Also solltest du vielleicht mal über ein geschickteres Base-Design nachdenken und vielleicht jetzt natürlich auch die Truppen nachleveln. King ist schon auf 6. Ja, gefällt mir aber trotzdem ganz gut. Ich habe aber gleich den nächsten und damit klärt sich dann auch die Frage hoffentlich, ob auf 7 die Lars schon auf 5 gehen, denn ich habe hier meinen nächsten Tech drin. So. Das ist die Crazy Luck Affe. Das ist nämlich die Rosvita. Sie hat mir geschrieben, ach ja, und könntest du bitte den Clan grüßen? Klar kann ich das machen. Ich grüße hiermit die Unicorns. Und wir haben hier ein Rathaus. Obwohl, das ist ein Rathaus 8. Entschuldigt bitte. Ich bin ein zu weit gesprungen. Das ist ein Rathaus 8 hier. Aber wir sehen hier voll ausgebaut. Wir brauchen jetzt nur noch die beiden Zauber hier hinten machen. Also Erdbebenzauber und Giftzauber. Truppen sind noch nicht ganz durch. Hier geht der Schweinereiter geht noch auf Level 4 und auch die Minions gehen ja auf Level 4, aber der Rest ist, ja, das sieht gut aus. Und wenn wir uns die Base auch anschauen, oh, die wird schon schwarz hier, also Max schön durch hier, die Rosvita. Und ich hoffe, ich liege hier auch richtig, aber sie ist ja auch Leaderin in ihrem Clan und das sieht ganz stabil aus hier. Hier sehen wir die Luftabwehren. Leider nicht geschützt von irgendwas, ja, knapp. Aber ich denke mal, die Base wird trotzdem in dieser Liga hier, ja, sie hält 32 Defense, super. Ja, also ich denke mal, auch dort ist sie zufrieden. Sterne sind auch in Ordnung, also an Kriegsstern und was natürlich hervorsticht, ja, richtig fett. Viele Truppen gespendet hier, also schöner Account hier. Wäre auch was für ein Two Warriors 2. So, da ich aber gerade in der Zeile verrutscht bin, habe ich jetzt meinen nächsten Tag hier drin und zwar Invalid, weil das Leerzeichen mal wieder da drin ist. Ja, hier, das konnte ich aber nicht lesen.
bist nicht H3RM, ich weiß nicht genau, was es sein soll, aber vom Clan ABC Süd. Und das hier ist ein Maxed Out Rathaus 7. Nicht nur von den Truppen, aha, hier klärt sich die Frage, also die Lars gehen auf Level 5 auf Rathaus Level 7 und der oder die, jetzt ist JVT, heißt es auch bei mir nur in den Kommentaren, also ich weiß nicht, ob der oder die, ist hier Maxed Out RH7, also sieht richtig krass aus hier und ist jetzt dabei, hier die Lager noch ein bisschen hochzubringen. Ja, das ist in Ordnung, die gehen auf Rathaus 7 bis auf 11 sogar hoch, also da hast du noch ein bisschen was zu tun, mach das in jedem Fall, denn es lohnt sich. Und von den Truppen her muss ich nicht sagen, das Maxed Out hier, mehr geht hier nicht. Ja, es kann sein, dass der Heiler noch auf 2 geht. Wenn's Labor läuft, schauen wir mal. Das Labor, wo ist es? Wo ist das Labor? Wo ist das Labor? Ja, manchmal findet man ja einige Sachen hier nicht wieder, aber ich finde das Labor nicht. Toll. In irgendeiner Ecke versteckt? Nee, auch nicht. Ah, da ist das Labor. Okay, da läuft nichts. Also ich glaube aber, der Heiler geht noch ein Level hoch auf Level 2. Glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Doch, ich denke, es ist so. Und aber sieht gut aus hier. Also, schönes Dorf hier von, ich kann es nicht lesen. Bist nicht H3RM. Keine Ahnung, was heißen soll. Und wir kommen zum ersten Pausenvideo. Das erste Pausenvideo kommt heute von, jetzt muss ich mal eben sehen, wer es nochmal war. Es ist der Luca. Ja, warum zeige ich eigentlich den Luca hier? Es ist ja kein Superlot hier. Es ist ein ganz normaler Drachen-Farmangriff hier, aber mit Level 2 Drachen und dem 1er König. Das heißt, der Luca ist, denke ich mal, ein Rathaus 7 und greift hier den 8er an. Warum finde ich den Angriff gut? Weil er mir zugesandt wurde. Ja, der Luca hat mir dieses Movie hier zugesandt. Ich habe erst gedacht, es wäre 0 Byte groß, denn ich musste das aus seiner iCloud abholen. Stimmt gar nicht. Das ist gar nicht die iCloud, sondern das lag bei mir im Google Drive. Ich vertue mich aber heute auch sehr, sehr oft. Mann. Also das lag bei mir im Google Drive und nur um zu zeigen, dass ich eure Sachen auch zeige, wenn ihr sie mir hochladet. Also sei es ein skurriler Angriff oder sei es hier 7 auf 8, ja, wo der King, ja, der ist auf 1. Ich meine, der macht jetzt sicherlich nicht viel, den kannst du nicht zünden. Aber der Luca freut sich sicherlich, dass ich ihn hier bei mir im Video gezeigt habe. Und ihr seht das auch rechts unten mit dem DU Screen Recorder hier aufgenommen. Also das ist ein weiteres Tool, ist eine kleine App für Android. Und damit kann man hier auch Videos aufnehmen und mir einfach schicken. Okay, dann machen wir mal weiter mit den Besuchen hier an der Stelle. Denn so ein paar Clan-Tags habe ich natürlich noch für euch, beziehungsweise Spieler-Tags, ja. Es werden mir auch ab und zu mal Clan-Tags geschickt, aber ich gucke mir die Clans dann nicht an. Also es sind dann eher Einladungen, die hier reinkommen von anderen Spielern. Und das hier ist, das ist so ein Gesicht, so, was so die Augen hochzieht. Im Volkspark heißt der Clan. Das ist natürlich krass, den Volkspark gibt es glaube ich nicht mehr. Das ist glaube ich das ehemalige Stadion oder so hieß das Stadion in Hamburg. Und also es hieß der Volksparkstadion. Und wir gucken uns den Rathaus 8 hier an, also eine ganz Rathaus 8 lastige Folge hier heute. Ah, da geht der King schon mal hoch auf Level 10, das ist natürlich super, dann braucht man sich um den nicht mehr kümmern. Und der Rest ist hier ja noch nicht Maxed Out, hier ist die erste Luftabwehr auf 6, die zweite, also hier geht noch sicherlich noch ein bisschen was. Ich denke mal, damit ist er auch noch nicht so lange Rathaus 8, denn Kanonen, Bogenschützentürme lassen darauf schließen, dass er hier, das sind ja noch 7er, die kommen aus dem Level 7 Bereich, die erste Kanone hat er hier unten, also noch gar nicht mal so lange und kloppt gleich den King auf 10, das ist natürlich super, dann braucht man sich um den nicht mehr kümmern und kann sein nächstes Dunkles nämlich in die Truppen reinspenden, auch hat er auch schon gemacht, Golem schon fertig, also Hog Rider noch. Gut, die hätte man jetzt auf 7 machen können. Da streiten sich aber immer die Geister. Viele sagen ja auch, ja Mensch, die Minions, die benutze ich nie, also level ich die auch nicht. Irgendwann benutzt man die Truppe. Und aber ich glaube, das ist ein gutes Dorf hier. Sieht auch schön durchgemaxt von 7 aus. Da oben gehen die ersten schwarzen Mauern hoch. Und ja, nach wie vor deckt hier ein bisschen wenig Flächenschaden jetzt die Luftabwehren. Ich tendiere ja immer dazu, dass man gerade die, weil man nur 3 hat, wenigstens
an die Luftabwehren mitstellt, dass wenn hier Ballons auf die Luftabwehren zufliegen, dass die Flächen Schaden bekommen. Und aber sonst denke ich mal, ist das ein ganz nettes Dorf hier vom, jetzt muss ich mal schauen, wer es eigentlich war. Ich glaube, es war der Holler Stefan, der auch ab und zu mal bei mir Kommentare unter mein Video schreibt. Und ich habe hier gleich den nächsten drin. Also die Folge wird natürlich wieder ein bisschen länger. So, wieder mal mit Leerzeichen, ist klar. Das ist der Evel Angwart. Der war schon mal bei uns zu Gast. Der hat bei uns nämlich schon mal mitgekämpft. Und ich weiß, er ist leider abgefarmt. Nein, er ist nicht abgefarmt. Dann hat er mich eben erhört. Ich habe ihn nämlich eben schon mal angeschaut und ich habe gesagt, Evel, aufwachen. Mach dein Dorf wieder gerade. Hat er gemacht. Also er hat mich gehört und kloppt den King jetzt gerade hoch. Also das freut mich natürlich, denn ich habe mir eben so ein paar noch angeschaut, habe gedacht, oh, der ist ja down, aber egal. Und schönes Ding hier. Also schöner RH10, denke ich mal. Hat ja auch bei uns ein paar Kriege mitgemacht. Hat hier die Infernos noch gar nicht so hoch gelevelt, nämlich nur auf Level 1. Zieht jetzt, denke ich mal, irgendwann den ersten Bogen auf 4. Also das sieht eigentlich ganz gut aus und das Dorf passt gut zu, finde ich, gut zu den Helden. Hat hier die Luftabwehren schon auf 7, das ist noch 9 Status. Und also ist auf jeden Fall ein aktiver Account hier. Hier haut er die erste Kaserne auf 12 hoch. Das wird wahrscheinlich dann der Miner sein, denn ich bin ja auch so vorgegangen, habe erstmal die Kasernen gemacht, damit ich die erstmal weg hatte. Aber er hat hier natürlich schon gute Rathaus-10er-Truppen. Also da fehlt hier nicht mehr wirklich viel, muss ich sagen. Ist sehr, sehr ähnlich wie bei mir. Okay, der Drachen geht natürlich noch, Pekka geht noch. Also er hat noch lange genug Zeit hier etwas zu machen. Und freut mich ganz, ganz besonders. Ihr könnt euch dieses Design hier mal abfotografieren. Ich hatte ja gesagt, ich beantworte nicht immer alles, aber ich finde es natürlich wirklich gut, was ihr mir unter meine Videos teilweise schreibt. Und viel kommentiere ich tatsächlich, ja, der Geldmann hat das, glaube ich, gestern geschrieben. Natürlich kommentiere ich viel unter meinen Videos, denn es hält sich ja noch in Grenzen. Aber zum Beispiel der Axel Fröhnlicht schreibt, hi Toto Stream, leider diesmal verpasst, schade, ich hoffe, du bist nächstes Mal da. Aber ich gucke deine Videos mittlerweile am liebsten, mach einfach weiter so. Ja, werde ich sicherlich machen. Also nur mal als Beispiel, dass mich das natürlich freut und dass ich das auch alles lese. Deswegen kann ich das auch ruhig mal vorlesen. Und ich denke auch, es wird auch dem Sky ganz gut passen, denn der, wer ist es denn jetzt eigentlich? Ich hatte das eben noch rausgesucht. Vom Maximus COC, der da geschrieben hat, wieder ein super Video. Du bist für mich mit Sky der solideste YouTuber. Ja, vielen lieben Dank. Ich denke mal, auch der Sky wird das immer gerne hören und ich habe dann auch darunter natürlich geantwortet und du der solideste Jumper, den ich kenne. Also man kennt sich hier in der kleinen und feinen Szene, finde ich auch wirklich sehr, sehr schick. Also ihr seht das hier, ich lese eure Kommentare und beantworte ja auch relativ viel, denn ich finde es fair, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt und ich darauf, und wenn es nur ein Herzgeklicke ist, antworte. Damit könnt ihr sicher sein, dass ich das alles nach wie vor immer noch lese, denn es hält sich ja auch in Grenzen. Wir sind beim zweiten Video. Das zweite Video kommt heute von Elias. Der hat sich sogar die Mühe gemacht und hat sein Video sauber kommentiert. Ah, krass, wie er die Zeichen da reingekriegt hat in das Video. Und es ist ein RH8 Clankriegsangriff hier von ihm. Er war auch schon mal bei uns im Clan. Und auch das freut mich. Ich kenne die Software allerdings nicht, Filmmaker Pro. Ich weiß nicht, wenn man dann die Pro-Version hat, ob das hier unten noch steht oder ob das nur zeigen soll, womit es gemacht wurde. Aber ich hatte ein bisschen Probleme, mir dieses Video hier runterzuladen. Denn auch das ist eine Frage, die ich euch jetzt mal beantworten kann. Einer hat mal gefragt, wie erreiche ich den Toto eigentlich privat? Ja, ihr könnt mir natürlich schreiben an totoclashed1@gmail.com. Ich blende euch die kurz einmal unten ein oder aber auch über Twitter, über Facebook und was es da noch so alles gibt. Und denn er hatte mir das an die E-Mail-Adresse geschickt und ich habe das erst nicht runtergeladen, weil bei mir stand 0 Byte. Also ich habe erst gedacht, naja, ist ein kaputtes Video. Aber als ich dann draufgeklickt habe, bin ich wohl in seine iCloud reingekommen und konnte dann dementsprechend dieses Video doch runterladen. Also es entgeht mir nichts und ich gucke auch ab und zu tatsächlich in diese E-Mail-Adresse rein. Eigentlich ist eine E-Mail-Adresse, wo ich mir auch viel Spam hinschicken lasse, also Newsletter etc. Jeder hat so eine Adresse und ich habe ja gefühlte 50 E-Mail-Adressen, solange wie ich hier schon im Online-Geschäft bin. Also
Ob das Yahoo ist, GMX ist, T-Online ist oder was auch immer. Ich glaube, ich habe sogar noch eine CompuServe-Adresse. Das kennt bestimmt gar keiner mehr. Das ist so aus den Anfangen des Internets. Oder ein AOL-Account habe ich auch gehabt. Also auch die vielen, vielen alten Sachen hier. Aber ich denke mal, ein schöner Angriff hier und ein schöner Dreisterner mit den Babydrachen vor allen Dingen aus der Clanburg. Ja, der war aus der Clanburg. Und wir sind wieder bei den Besuchen bei. Und ich habe noch zwei Tags, glaube ich. Zwei Tags habe ich noch. So, und zwar ist das einmal vom Geldmandel. Ich glaube, den kennen wir auch aus meinen Streams, denn ich glaube, er ist bei mir sogar Moderator mittlerweile. Da ist er, der Geldmandel 40169 vom Clan Lappen Empire. Okay, und er hat mir geschrieben, ich würde mich auf einen Livestream am Freitag und Samstag freuen. Das sind natürlich jetzt ältere Nachrichten. Dann erfährt man vielleicht ein paar andere Spiele von mir, die ich noch irgendwo liegen habe. Ja, das stimmt. Ich habe noch reichlich, was ich euch in den Livestreams zeigen kann. Und denn ich besitze tatsächlich viele, viele Originalspiele, auch aus den, vor allen Dingen aus den 90er Jahren. Und da lasst euch überraschen. Aber wir schauen uns erstmal den Account hier an. Ist ein Rathaus 9er. Finde ich sehr gut. Also, 14, 13, das Pärchen ist in Ordnung. Und er hat den Lava-Hund noch auf 1, Hexe noch auf 1. Also, ja, unter Umständen noch gar nicht mal so lange Rathaus 9. Oh, er ist abgefarmt. Er ist abgefarmt, okay. Schade. Denn er möchte natürlich ganz gerne wissen, was kann man verbessern. Aber ich denke, das weißt du selber am besten. Also, Base maxen. Und man sieht das aber, die Mauern gehen in jedem Fall hoch. Und ist auch ein aktiver Account. Hier wird der Luftfeger hochgeklopft. Finde ich auch gar nicht mal so schlecht, die Luftfeger zu machen. Denn ihr wisst ja, auch in meinen Angriffen nerven die manchmal so ein bisschen und hat hier zwei Bobs noch beschäftigt, die die Kasernen hochknüppeln. Also wenn man die ja erstmal fertig hat, dann ist man auch durch. Und auch hier, ja, jetzt will ich nicht sagen, hält die Base. Nein, in der Region hier hält die Base nicht immer, aber 5 Devs hat er immerhin gemacht. Er ist in der Champions League 3 und ist sogar sein... Ist das sein bestes Ergebnis? Nein, sein bestes Ergebnis war schon ein bisschen höher. Aber ich denke mal, ist ein cooler Account. Und mit dem kann ich sicherlich was machen. Auf dem Kopf 300 Stars hier, also super 300 Sterne. Und hat hier, glaube ich, auch gute CK-Truppen. Ich denke mal, Gohok ist in jedem Fall schon drin. Und auch ein Laloon, auch mit dem Lava-Hund auf 1. Der hat ja schon richtig viele Heal-Points. Kann man das sicherlich machen. Ja, schade, dass du abgefahren warst. Tut mir ein bisschen leid für die auf die ich dann manchmal treffe. Also ich gucke mir ja einige vorher an, aber einige... Dann halt auch erst tatsächlich hier im Video, genau wie den invaliden Tech hier, wie immer, mit Leerzeichen. Den Red Panda, der macht heute den Abschluss. Mal sehen, wen wir hier finden. Wir finden auch den Red Panda HD, hurra, vom Cloud Nano. Ah, Grüße an den Clan nach drüben. Und ich weiß aber nicht, ob es der richtige Cloud Nano ist. Es gibt ja einige Clouds, Clouds 21, Cloud Nano, Cloud Mini. Aber es ist ein schöner Rathaus 9 Account hier auch, 309 Sterne. Mensch, der davor hatte 300 Sterne und auch ganz, ganz ähnlich. Also schon mal Hockreiter auf 5, Golem kann sicherlich jetzt, also die unteren Truppen können noch ein bisschen was vertragen, aber 15er König, 13er Queen, ja, das sieht ganz gut aus und die Base sieht auch ganz gut aus. Leider ist sie abgefarmt, aber er hat schon alle Mauern hier vor allen Dingen auf 9 und fängt auch schon an hier auf 10 zu machen. Jetzt kann ich natürlich nicht sagen, hält die Base. Ja, 20 Devs hier unten in der Liga, das ist in Ordnung und hat 220 Truppen. Den Rest, den kann ich mir jetzt mal wieder nur denken, schade auch. Aber ich denke, ist trotzdem ein schöner Abschluss hier. Wir haben hier nochmal einen Rathaus 9er gesehen. Der Red Panda hier war jetzt auch der letzte, den ich hier mit reingenommen habe. Und ich denke, mit den Informationen am Anfang ist das Video auch schon wieder viel zu lang geworden. Ich gehe jetzt erstmal in den Clan True Warriors 1 wieder zurück. Ihr habt es am Anfang mitbekommen, 7 Tage noch, dann wird das Ding hier angestoßen. Ich meine, es juckt einen ja in meine Finger. Du hast das Gold, du hast die Zeit, aber nee, machen wir mal nicht. Ich habe jetzt schon ein paar Games ausgegeben, wenn auch nicht viele. Aber ich denke, in 7 Tagen ziehen wir das Rathaus hoch und dann geht es sicherlich in 14 Tagen, beziehungsweise dann nochmal ja 14 Tage, die es dauert, zu Rathaus 11 und... ich freue mich auf jeden Fall. Ihr könnt mir wieder unter dieses Video eure Tags schreiben. Und ich werde jetzt die Tags auch freigeben für dieses Video. Also ihr habt die ja noch nicht gesehen, denn sie haben ja immer eine Raute drin. Und damit ist es ein anstößiges Wort bei YouTube. Also
Schreibt mir Kommentare, schreibt mir Text. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, euer Toto. Clasht.